Moin und herzlich willkommen erstmal zu einem Vorstellungsvideo von Brickwinched. Das wird nicht allzu lang. Ich würde mal sagen, wir gehen mal einfach nur Stadtmap und schauen uns hier mal ein bisschen um. Gehen mal in den Editor rein. Ich hatte schon einmal... warum ist denn die Kamera so komisch? Ich hatte schon einmal angefangen zu bauen, weil ich jetzt beim Bus... ach, da bin ich gegen das Kabel gekommen. Also wenn ich jetzt hier auf aktuell geöffneten Fahrzeug halt verlassen klicke, dann komme ich nämlich in die Welt mit dem Bus. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, wie das sich so macht. Mal ab hier nach rechts, so Licht an, ist ein bisschen viel Schatten hier. Das kann man übrigens aber auch ändern, wenn ich gleich mal ins Escape-Menü gehe. Einen Moment. Ich möchte nur gerade mal kurz... Ja, wenn ich jetzt nämlich hier in dieses Menü gehe, kann ich nämlich auch das Wetter ein bisschen umstellen. Machen wir mal so. So gefällt es mir ganz gut. Es scheint so Abendwetter zu sein. Also die Grafik gefällt mir halt ganz gut. Achso, und was man im Spiel macht, ist halt, man tut halt mit Legosteinen, mit virtuellen Legosteinen Fahrzeuge zu bauen, zusammenbauen. Der eine oder andere wird das bestimmt schon kennen. Aber ich habe halt überlegt, dass ihr mir auch hierfür was in meiner Steam-Gruppe, die unten in der Beschreibung stehen wird, einsenden könnt, was ich dann hier in Brickwinched vorstelle. Ich brauche sowieso gerade mal ein bisschen Ideen für Content. Ich fahre hier gerade mal eine Runde, so viel wollt ihr in diesem Video jetzt auch nicht machen. Und könnt natürlich gerne mal in meiner Gruppe vorbeischauen, würde mich freuen. Denn ich hätte schon Lust, auch Scrap-Mechanik oder sowas mal von euch vorzustellen. Aber dazu muss meine Community erstmal größer werden, obwohl Community kann man es noch nicht nennen. Aber naja, ich fahre jetzt hier mal die Runde zur nächsten Garage. Und dort werden wir dann. Und werde ich das Video dann ja auch beenden. Ich meine, das sollte ja auch nicht großartig werden. Das sollte ja nur so ein kurzes Review von diesem Spiel werden. Und damit ihr so wisst, ja gut, ich spiele das Spiel unter anderem jetzt auch. Und ja. Und gleich wollen wir hier mal sauber einparken. Ach genau, man könnte ja nochmal den Bus ein bisschen reinsehen. Wir brauchen ein bisschen innen auf Details geachtet. So, jetzt steht er hier, wird uns auch, glaube ich, nie wegrollen. Das von außen sieht halt auch ganz gut aus, finde ich. Ist ja mein erster Bus, es geht nur. Es wird sicherlich einige geben, die haben schon viel bessere Fahrzeuge gebaut, aber mir gefällt es halt auch mit der Beleuchtung hier drinnen. Es sind eigentlich auch nicht so wenig Sitzplätze. Kann man hier auch durchs Gelenk gehen. Türen können nicht geöffnet werden, es gibt nämlich keine beweglichen Objekte an Fahrzeugen im Brickwinched. Da geht es wirklich nur ums optische Fahrzeug und was das so an Stärke hat und wie es so fährt und so. Hier geht es halt nicht großartig um Technik oder so. Das ist alles ganz simpel. Ja, wenn ich nochmal ein richtiges Vorstellungsvideo machen soll, so wo ich so ein bisschen was zeige, halt richtig von dem Spiel, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, wir hören hier gerade den Zug vorbeipoltern. Der ist hier irgendwo hinter den Häusern. Na gut. So, das soll es vom Video gewesen sein. Und ciao.